So, jetzt muss ich aber erstmal sehen, ob ich hier einen Zartempel finde. Und wenn nicht, dann müssen wir leider nach Torwald zurück. Vorher gehe ich natürlich erstmal den Auftrag noch abgeben. Aber das mache ich am nächsten Tag. Ich will ja nicht mitten in der Nacht hier bei dem armen Mann einbrechen, vorbeigehen. Was waren denn nochmal die Tempel? Das Orange, ne? Ja. Ah, ein Travia-Tempel. Na gut, dann werde ich nach Torwald fahren. Das hatte ich sowieso vor. Mit dem Schiff. Allerdings von hier aus ist das ein bisschen schwierig, glaube ich. Oh, und ich muss die ganze Zeit ohne den Alkorosch auskommen. Ich bin wirklich sehr traurig. Wann habe ich denn das letzte Mal zwischengespeichert? Ah, ich weiß es nicht. Komm, wir gehen in die Taverne. Ins Gasthaus und schlafen. Ach, eine Nacht übernachten. So. Ihr werdet auf eure Zimmer gebracht. Dann schlafen wir. Ein Lebenspunkt, zwei Lebenspunkte, acht Lebenspunkte, fünf Astralpunkte und vier Astralpunkte. Immerhin. Oh, diese verdammten Giftdorne. Aber das ist ja auch gemein. Man kann ja da gar nichts machen, ne? Man kann ja dann gar nicht sagen, gut, dann macht der das nicht, dann macht der Nächste das. Weil man einfach in diesem Dialog gefangen ist, wo man einfach nur sagen kann, ja, irgendwer macht jetzt mal die Truhe auf. Und das ist dann der da vorne steht. Ein Handschuh bräuchte der gegen Giftdorne. Naja, was soll's. So. Ja, jetzt gibt's ja nochmal Punkte, ne? Dann steigen wahrscheinlich alle auf. Ja, bis auf hier die Torwallerin. Die hatte mal irgendwann Hebeldienst. Und war tot. Und die Gulde auch. Moment mal, ist der Alkorosch aufgestiegen und ist aber tot? Das ist ja doppelt Pech. Oh, das ist ja schade. Während die müden Streiter sich zu Bette begeben, schimmelt die Zwergenleiche weiter vor sich hin. Ja, so ist das nun mal mit den Zwergenleichen. Na gut, komm, ich hole mir die Punkte. Ist egal. Umbrig Siebenstein, als ihr euch der Hütte nähert, kommt euch Umbrig entgegen. Habt ihr den Runenknochen? Fragt er euch erwartungsvoll. Ja, hier habt ihr ihn. Ein Glanz tritt in die Augen des Alten, als ihm den Knochen überreicht. Ihr ahnt nicht, wie sehr ihr mir geholfen habt. Ich bin mir nicht sicher, ob das gerade gut war. Wartet, ich habe etwas für euch vorbereitet. Er verschwindet in der Hütte und kommt kurz darauf mit einem Pergament in der Hand wieder. Ihr habt ja ein Empfehlungsschreiben für Tiomar Svafnilsson aus Brennhill. Er ist ein Freund von mir und wird euch sicher weiterhelfen. Okay. Der passt hier sogar noch hin. Oh, den habe ich hier sogar aus Brennhill. Tiomar Svafnilsson. Ah, cool. Empfehlungsschreiben. So. Okay, dann geht's als nächstes nach Brennhill. So, dann kann ich das Manrek vielleicht mal ausstreichen. Und jetzt wird er mir hoffentlich noch ein paar andere Leute sagen. Ach ja, da fällt mir noch etwas ein. Wenn ihr euch für Hügeligs Geschichte interessiert, solltet ihr unbedingt bei seinen direkten Nachfahren vorbeischauen. In Angbordital gibt es einen Urenkel von Hügelig, der heißt Björn Jalsson. Jalasson, wenn ich mich nicht irre. Wo soll der sein? Angbordital, ich glaube, den habe ich auch schon hier irgendwo. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Oder auch vielleicht nicht. Ich schreibe es schnell auf. Angbordital. Wie heißt der? Urenkel Björn Jalasson, aber das sagt mir irgendwas, der Name. Aber ich kann mir sowieso keine Namen merken, von daher ist es Björn Jalasson. Von daher ist das nicht so schlimm. Noch einmal spricht euch Umbrig seinen Dank aus. Viel Glück wünsche ich euch noch. Dann dreht er sich um und verschwindet in seiner Hütte. Ja, schön. Ich nehme mir mal die Karte. Der arme Alkorosch ist tot. Es ist ein wenig traurig. Es ist wirklich sehr traurig. Ich finde es äußerst traurig. Mein Lieblingscharakter. Ey, Zwerge stinken ja schon, wenn sie leben, aber der Gestank muss ja widerlich sein, wenn sie tot sind. Hallo?
Zwerge stinken doch nicht. Das ist ein wohliger Raubtiergeruch gepaart mit ab und zu einer Bierfahne. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie müffeln. Also bitte. So, wo wollt ihr als nächstes hin? Nach Brenthill. Wo ist Brenthill? Und das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, gibt es da einen Zartempel? Wahrscheinlich nicht. Moment, Brenthill, das ist doch oben auf der Insel. Da war ich doch schon, oder nicht? Ich war schon auf der Insel, oder habe ich den da nicht gefunden? Oder, nein, der wollte mir bestimmt nicht helfen. Genau, das war wahrscheinlich das Problem. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich zu einem Zartempel komme. Denn Brenthill wäre mit dem Schiff jetzt nicht weit. Aber wenn ich erst nach Torwal fahren muss oder nach Prim, ich weiß nicht, ob in Prim ein Zartempel ist, dann muss ich ja jetzt erst einmal wieder komplett da drumherum laufen oder wieder zurück über die Berge. Oder ich gehe weiter nach Rovik und probiere wieder da irgendwie mit dem Schiff drumherum zu kommen. Das war aber eine ganz schöne Odyssee letztes Mal. Die hat ganz schön lange gedauert. Nochmal über die Berge und das ohne Zwerg? Bin mir nicht sicher. Aber diesmal haben wir Schnaps dabei. Vielleicht mag der Jäger den Schnaps. So, naja gut, dann gucken wir erstmal. Ich muss mal sehen, ich bräuchte eigentlich auch noch, ist da unten Markttag, das sieht aus wie ein Marktplatz. Vielleicht habe ich Glück. Ich brauche eine Kräuterhändlerin, ganz dringend. Oder einen Kräuterhändler. Okay. Ja, ein Heiler kann ja wahrscheinlich, ich glaube, ein Heiler konnte Alkoholsch jetzt nicht heilen, ne? Das ging, glaube ich, nicht. Wer so behandelt, wäre ein Alkoholsch. Hier versagen leider alle medizinischen Kenntnisse. Ja, habe ich mir gedacht. Ja, komm, dann heil die Gulda wenigstens mal eben. So, wie viele Tage habe ich denn vorhin gebraucht? Ich glaube, es ist sinnvoller. Ist schon Winter? Ne, es ist noch Herbst. 26. Boron. Der nächste Monat müsste Winter sein. Jetzt komme ich noch über diesen Berg drüber. Ich gehe jetzt nochmal zurück über den Berg. Nach Otterje. Von da komme ich nämlich mit dem Schiff viel leichter nach Torwal. Und da gibt es ja auf jeden Fall den Zartempel. Dann probiere ich das mal aus. Einen Hafen gab es ja hier nicht, oder? Das ist ja kein Hafen hier. Nee. Nach Skjall könnte ich jetzt auch direkt. Oder Otterje, genau. Nach Skjall wäre ein anderer Weg, als der, den ich vorhin gegangen bin. Da könnte man natürlich auch mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal... Bin ich den schon mal gegangen? Ist auf jeden Fall länger. Obwohl, viel tut es sich ja nicht. Aber es gibt eigentlich auf beiden Seiten eine Berghütte. Nee, komm, ich laufe hier lang. Ich gehe den gleichen Weg nochmal zurück. Der Kampf ist vorüber und ihr habt gesiegt. Um euch herum liegen die Kadaver der Tiere. Ach so, nee, da weiterreisen. Ah, da kann man dann nochmal diesen Knochen suchen, wenn man den vergessen hat oder so. Die Gruppe ist sehr erschöpft. Ja, gut. Ja. Alkohol ist tot. Nee. Da wird jetzt auch nicht groß gesucht hier. Da wird jetzt einfach mal Wache eingeteilt. Ich will so schnell wie möglich über den Berg drüber kommen. Schlafen, ja. Es gibt noch mal so ein paar Punkte. Oh, 6 Astralpunkte, immerhin. Das war ja nicht schlecht. So, weiterreisen. Schon auf einige Entfernung könnt ihr den süßlichen Geruch von Verwesung feststellen. Ah, das war das Tier, genau. Das haben wir ja auch schon gesehen. Jetzt muss ich der Vierroutine übergeben. Der nimmt doch Tiere auseinander, oder nicht? Na gut. Ja, wir wissen ja, wer es war. Der Schurke ist ja beseitigt, Gott sei Dank. Vierroutine fordert euch auf, stehen zu bleiben. Am Boden ist eine schwache Fährte zu erkennen. Die Fährte genauer untersuchen. Den Abdrücken nach zu urteilen, muss es sich um Wölfe handeln, aber um mindestens ein komplettes Rudel. Die Spuren werden deutlicher und führen jetzt in ein Seitental. Am Ende des Tals könnt ihr einen Eingang in eine Höhle erkennen. Oh nein! Dorthin führen auch die Spuren. Ah, oh, das ist jetzt aber so... Ach, Mann! Warum ist denn da kein Zartempel auf der anderen Seite? Das ist doch voll doof. Ich würde die Höhle jetzt gerne untersuchen, aber dann gibt es wieder Punkte für alle, bis auch für den Zwerg.
Und in der Höhle ist kein Zartempel. Ich kehre später nochmal zurück und werde das nachholen. Umkehren und den Weg fortsetzen. Ah, ist das ärgerlich, ey. Da ärgere ich mich jetzt die ganze Zeit drüber. So, hoffentlich geht's schnell. So, jetzt sind wir wieder hier an dem Pfad. So, vor euch führen zwei Pfade in die Tiefe. Der rechte Hand sieht gangbarer aus. Jetzt nehme ich mal den linken, oder? Ja, komm. Der Weg scheint am Anfang schwierig zu sein, doch nach weniger als einer Meile befindet ihr euch auf einem gut gangbaren Weg ins Tal. Sehr schön. So, jetzt sind wir drüben. Und es ist immer noch Herbst. Sehr gut. So, jetzt kann ich aber mal sehen, dass ich vielleicht doch mal irgendwie hier Nahrung suche. Wegen Wasser. Aber er findet kein Wasser. Oh, jetzt müssen wir alle verdursten gleich. Ich sehe schon kommen. Na gut. Ah, der Zwerg ist tot, ich ärgere mich. Nee, jetzt will ich auch nicht mehr in die Berghütte. Ja, Mittag, hallo? Jetzt haben wir den Bachlauf. Nee, weiter, komm. Jetzt versuche ich mal die Barriere zu umgehen. Das hat ja letztes Mal mit dem Drüberklettern nicht so gut geklappt. Nach geraumer Zeit findet ihr ein Seitental, in dem es sich gut marschieren lässt. Und nach einem kurzen Umweg findet ihr auf dem Bergpfad zurück. Okay, kurzer Umweg klingt gut. So, eine Nacht noch und dann sind wir hoffentlich wohlbehalten angekommen. Und dann nichts wie zum Hafen und dann nichts wie ab nach Torwahl. So, weiterreisen. So. Oder vielleicht gibt es ja hier einen Zartempel. Aber hier gibt es auch wieder nur einen Tempel. Warum sollte das ein Zartempel sein? Das wäre ja mal was Gutes. Nee, ist wieder nur so ein Dravertempel. Ach Mann. Na gut. So, hier war der Hafen. Wie sieht es denn hier mit Schiffen aus? Wo können wir denn hin? Nur nach Bremen. Ich frage mal nach. Sämtliche Routen erfragen. Okay. Schiffe nach Warnheim, da könnten wir auch hin. Jalsdal, Skjal, Bremen und nach Runenshafen. Okay. Was kommt denn so als nächstes an? Ankommende Schiffe? Im Laufe der nächsten Tage kommt ein Schiff nach Bremen. Na gut, das ist ja schon da. Ja gut, dann nehmen wir das auch. 31 Stunden? Hä? Was ist denn das für ein Schiff? Na gut. Dann sind wir jetzt erstmal zwei Tage unterwegs. Kostet aber nichts. Das ist das Positive. Schiffen direkt ein. Nee, kommt morgen wieder. Und in Bremen ist vielleicht auch ein Zartempel, wenn wir Glück haben. So, jetzt soll ich hier also morgen wiederkommen. Und dann läuft er hoffentlich nicht sofort aus. Dann übernachten wir hier. Erstmal was essen. Für 9 Silberstücke. Ja, so schmeckt es auch. Aber egal. Der Zwerg ist tot. Den wird es nicht kümmern, wenn das Bier schal schmeckt. So, jetzt wird geschlafen. Zack. Und schnell zum Hafen, bevor das Schiff ausläuft. So, wir begeben uns an Bord. Ja, das ist auch wirklich ein langsames Schiff. Ich bin letztens von hier unten lang gefahren. Frenja ist seekrank und verbringt mehr Zeit an der Reling als im Bett. Die Torwalerin. Hesinias Astralenergie steigt um 2 Punkte. Ja, von hier irgendwie hier rum nach Bremen und das hat irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube 2 Wochen gedauert. Also Spielwochen. Das war nicht so gut. So. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal direkt. Nach Manrin können wir fahren. Das ist ja komplett die falsche Richtung bestimmt, oder? Manrin, wo ist denn das? Muss ja an der Küste liegen. Merske. Manrin. Hm. Vielleicht irgendein Ort, der auf der Karte nicht verzeichnet ist, weil ich. Oh, Manrin, das ist ja ganz auf der anderen Seite. Also, wir sind da. Und dann würde das Schiff hier einmal komplett so drumherum fahren und dann hier hoch und dann. Hier oben, da, hier, da ist Manrin.
Das ist ja ganz falsch. Nee, da müssen wir fragen. Was kommt denn hier? Ankommende Schiffe erfragen. Vital kommt ein Schiff nach Manrin, meint der Hafenmeister. Ja. Und sämtliche Routen. Was ist das für ein Hafen hier? Von diesem Hafen aus fahren mehr oder weniger regelmäßig Abständen Schiffe nach Torwahl. Genau nach Torwahl. Hervorragend. Ach, wir können ja auch mal gucken, ob hier ein Zartempel ist. Sind die überhaupt Tempel? Das sieht mir nicht so aus, als ob ich hier schon viel erkundet hätte. Aber es ist auch Bremen. Bremen ist auch eine große Stadt. Da ist ein Tempel schon mal. Gibt hier einen Tempel? Und das ist ja wahrscheinlich dann Zwaffnir, oder? Würde ich jetzt mal... Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist ein Zwaffnir-Tempel. Nein, es ist ein Dravia-Tempel. Wie in den anderen Städten auch. Das ist nicht gut. So, ich würde sagen, wir übernachten hier jetzt erstmal zwei Tage im Gasthaus direkt neben dem Hafen. Wo ist der Hafen? Bin in die falsche Richtung gegangen. Da. Ach so, es ist eine Taverne. Ist gar kein Gasthaus. Kein Gasthaus, so, aber es gegenüber liegt eins. So, da habe ich sonst auch immer übernachtet. Und würde sagen, wir nehmen uns hier ein Einzelzimmer, aber so für 3 Nächte oder, na, für 2. Dann können wir zumindest mal gucken. Dann schlafen wir da auch. Dann gibt es hier ordentlich Regeneration und dann können wir mal gucken, ob vielleicht jetzt ein Schiff nach Torwahl da ist. Ja, tatsächlich. Nach Torwahl. 28 Stunden und kostet nichts. Orkan Torwahl heißt das Schiff. Ja, das wollen wir doch dann direkt machen. So, zack, direkt an Bord. Ihr begebt euch an Bord und los geht's. Oh, urplötzlich könnt ihr in der Ferne eine dichte Nebelwand entdecken, die sich schnell auf euch zubewegt. Oh nein, jetzt kommt das Geisterschiff. Und der Alkoholsch ist tot. Boah, was nervt mich das jetzt gerade, ne? Ich glaube, ich muss das nochmal spielen bis dahin. Das geht ja nicht. Das geht so nicht. Binnen weniger Minuten erreicht sie euch und hüllt das gesamte Schiff in salzig schmeckende, alles durchdringende Nebel, der euch jede Sicht nimmt. Auf einmal taucht aus dem Weißen, auf dem Weiß der Bug einer Karacke auf, das nur eine Handbreit von euch entfernt Steuerbord vorübersegelt. Doch kein Mann scheint an Bord. Wie ein Geisterschiff passiert es euch gemächlich längsseits. Noch ist Zeit, das Schiff zu entern und zu verteuen. Wollt ihr das unbekannte Schiff betreten oder es passieren lassen? Hallo Eric Lieder. Willkommen in meinem Dilemma. Mein Zwerg ist tot und die ganze Zeit passieren spannende Sachen und er kriegt dann keine Punkte und kann nicht mitkämpfen und alles. Ich bin ein bisschen sauer gerade. Ach, ärgerlich. Ja, wenn ich das jetzt passieren lasse, dann kommt das bestimmt nie wieder. Und ich will es aber... Ja, ich kann es nur passieren lassen und hoffen, dass ich es dann nochmal irgendwann treffe. Raidan, wie ist das? Trifft man das dann irgendwann nochmal, das Schiff? Wenn ich jetzt nicht draufgehe, kommt es nicht mehr. Ja. Ich tue das nur ungern, aber ich lasse das Schiff jetzt passieren, warte, bis ich in Torwahl bin und dann lade ich den letzten Spielstand nochmal rein und spiele von da aus nochmal weiter. Das hat keinen Zweck so. Also ich will ja das Spiel auch sehen, aber ich will es dann auch richtig sehen. Das muss ich leider so machen. Ein feiges Huhn. So, geht das hier schon? Nee. Oh, jetzt kommt hier noch so ein Piratenschiff. Oh, das Spiel, das will mich aber jetzt auch hier irgendwie ärgern, ne? Na gut. Wie dem auch sei. Dann kann ich aber wenigstens so ein paar Sachen noch korrigieren. Ach ja, Computerkampf, das geht ja auch. Stimmt. Danke für den Tipp. So, mit Computerkampf mit Magie. Ich dachte, das wird jetzt mal eben so zack, zack, zack schnell ausgewürfelt. Naja, gut. So, einer weg. Geht ja wenigstens einigermaßen schnell. Oh, ich bin jetzt genauso zerstört wie letztes Mal, wo ich diesen Dungeon nicht geschafft habe. Ich nehme mir das sehr zu Herzen, ehrlich gesagt.
Aber ich kann das nicht, jetzt hier so viele spannende Begebenheiten einfach liegen lassen. Das geht nicht. Ah, ab Teil 2 und 3 geht das mit dem automatisch berechnen. Okay. So, jetzt werden ja wohl keine Piraten mehr kommen. Wie lange braucht denn das Schiff, bis es da ist? Eric Lieder, ich spiele das Spiel auf dem PC. Ich habe mir die Good Old Games Version geholt. Ich habe aber auch die CD-ROM Version hier. Und die Anleitung und die Karte und alles. Und spiele praktisch mit dieser Anleitung und mit der Version, die es bei Good Old Games gibt. So. Ja, Spielladen. Ey, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo war ich denn als letztes. Oh, das nervt mich jetzt wirklich so ein bisschen. Wo habe ich denn zwischengespeichert? Der letzte Spielstand müsste Zwischenspeicher sein. Nee, das ist für den PC, das Spiel. Also das ist die PC-Version. Und die Version, die ich hier mit dem Handbuch habe, das ist auch die PC-Version, die CD-ROM-Version. Aber die Boxen sind gleich. Ich habe das damals auf dem Amiga gehabt, deswegen weiß ich, was in der Box drin sein müsste. Und das war genau das Gleiche. So, ja, ich glaube, Zwischenspeicher war das. So, wo bin ich denn hier? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Also der Alkorosch lebt noch, das ist die gute Nachricht. Und ich bin in Rybon, das war doch hier... Oh, da muss ich jetzt aber ganz schön weit laufen wieder, ne? Ja, Rybon, genau, das war das Dorf vor Despota. Na gut, zurück zum Spiel. So ist das nun mal, dann spielen wir jetzt halt den ganzen Kappes nochmal. Also, wer neu dabei ist, hallo? Okay. Ja, ganz so schlimm ist es ja nicht. Ich weiß ja jetzt so ein bisschen, was auf mich zukommt. Ich weiß, dass ich eine Schnapsflasche brauche zum Beispiel. Die sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich sollte generell immer Schnapsflaschen dabei haben bei dem Zwerg. Und ich sollte versuchen, vielleicht hier einen Kräuterhändler oder so erstmal noch zu finden, damit ich hier mein Zeug verkaufen kann. Oh, das Verkaufen muss ich auch noch machen. Naja. Ich will nicht jammern. Ich habe es mir ja irgendwie selber eingebrockt. So, Südausgang, los geht's. Nach Despota. Auf dem schmalen Pfad kommt euch eine Gestalt entgegengetorkelt. Ihr wollt schon den Betrunkenen freie Bahn geben, als ihr feststellt, dass es sich um eine Frau handelt, die nicht etwa berauscht, sondern schwer verwundet ist. Ich lese übrigens alle Texte einfach nochmal vor. So. Sie blutet aus mehreren Schwertwunden. Noch bevor ihr etwas unternehmen könnt, hat sie Alkorosch an der Schulter gepackt und stammelt ihm ins Ohr. 10 Meilen hinter Rybon. Der Despota-Schatz. Es zurück, das Schwein. Alles voller Fallen. Bluthustend bricht die Frau zusammen und stirbt. Eine Durchsuchung der Leiche bringt keine weiteren Informationen zutage. Ja, dann beerdigen wir sie doch, würde ich sagen. So. Ich könnte auch regenerieren und könnte dann den Despota-Schatz suchen. Ah, ich weiß nicht. Weck mich, wenn du wieder beim Schiff bist. Ja, tut mir ja auch leid. Es nervt keine mehr als mich gerade, wirklich. Ah, okay. So, also. Die Kräutersuche spare ich mir jetzt mal. Obwohl, nein, komm, jetzt machen wir auch alles mit hier. So, Kräuter suchen, aber nur 3 Stunden. 3 Gulmundblätter. Dann schlafen wir. Wir wissen jetzt, dass wir durch das Despota einfach nur durchlaufen müssen, weil man da ja sowieso überall nur angegriffen wird und angestänkert und ähnliches. Reisen wir weiter. So. Die Frage ist, ich wollte nach Orville, genau, nach Orville, dann müssen wir den Orville-Auftrag machen. Dafür muss ich nach Otterje, das ist nur der, auf jeden Fall nicht der Ausgang. Der Ausgang war das. Genau, nach Otterje. So, direkt weiter. Die Gruppe ist sehr erschöpft. Sehr gut. So, ich mache das jetzt hier so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Das wird ja jetzt nicht mehr allzu lange dauern. So, Regeneration müssen noch alle. Hier war die Gruppe noch sehr angeschlagen von diesem Dungeon, wo sie fast erst verdurstet und dann verbrannt sind. So. Die verlassene Herberge. Oder machen wir... Wir machen die verlassene Herberge und dann mache ich den Rest beim nächsten Mal, würde ich sagen.
Das ist doch eine gute Idee, oder? Dann haben wir jetzt wenigstens noch mal ein bisschen Abwechslung. Oder ich mache die Herberge beim nächsten Mal. Ah, ich weiß nicht. Ich bin so unstet bei sowas. Obwohl, nee, komm, jetzt machen wir den Druiden noch mal. Wir reisen weiter. Den Kutter nicht beachten. Der will uns nur in die falsche Richtung bringen. Der Kutter zieht an euch vorüber. Bald könnt ihr nur noch das Segel am Horizont sehen. Okay. Nee, da reisen wir noch weiter. Vielleicht schaffen wir es noch. Nein, wir schaffen es leider nicht mehr. Schade. Okay. Einmal Kräuter suchen. Ein Wirselkraut und drei eitrige Krötenschemel. Und dann können wir nochmal jagen gehen. So. Wasser und was Essbares. Und diesmal werde ich hier nicht irgendwie auf Großwildjagd gehen wie letztes Mal. Das waren ja ganz schöne Gewichte, die ich da mit mir rumschleppen musste. So, einmal... Nee, der kann nicht. Einmal Wache. Und dann geht's weiter. So. Weiterreisen. Und den Weg von Otterje jetzt nach Norden, den genießen wir jetzt nochmal so ein bisschen, weil da passiert ja wirklich eine ganze Menge. Vorher übernachte ich aber hier. Und hier konnte ich noch Kram eben verkaufen. Das mache ich auch noch. So, ich hatte nämlich irgendwie einiges Zeug dabei. Dieses Zauberamulett, das schützte vor irgendwas. Das lasse ich mal noch im Inventar drin. Aber diese Sachen hier, die verkaufe ich alle. So. Die namenlose Statue behalte ich auch mal. Das ist ein Erinnerungsstück, ein wertvolles. Die Fackel kann weg. So, irgendwer hatte noch eine Flasche. Hatte die Kriegerin nicht eine Flasche? Nee, wahrscheinlich habe ich die irgendwas trinken lassen. Na gut. Und zum Waffenhändler müssen wir auch noch. So, alles klar, das verkaufe ich. 18 Dukaten, da falschen wir jetzt nicht groß. Der Zwerg war ja tot, der darf er ja eigentlich nicht fallen. Der hat jetzt Falschverbot. Nein, so schlimm ist es nicht. So. Ich verkaufe diesen Kuckris-Mengbila. Zapray, vielen Dank für den Follow. Willkommen im Nerdroom. So. Was verkaufe ich noch? Ich verkaufe diesen. An den Spinnenspeer wollte ich dann doch nicht verkaufen. Da hatte ich mich gegen entschieden. Aber hier diesen Kunchoma, den können wir noch verkaufen. Und dann... Oh, die Kettenhemden. Oh, ich hatte ganz viele Kettenhemden dabei. Oh, den ganzen Loot, den ich schon lange verkauft habe eigentlich, muss ich jetzt ein zweites Mal verkaufen. Was für eine Schmach. Wer hatte denn das andere Kettenhemd? Die Frenja doch bestimmt. Ich dachte, ich hätte zwei Kettenhemden gehabt. Aber anscheinend doch nicht. So, soll ich hier mal so Wurfmesser verkaufen oder so? Oder... Ach, sie hat das zweite Kettenhemd. Okay. Ja, so eins von den Wurfmessern kann ich auch noch verkaufen. Und sie hatte nichts dabei. Alles klar. So, falschen 44 Dukaten kommen. Falschverbot hin oder her. 15% muss der Alkoholsch aber mal. Okay, dann aber 10. Ja, sehr gut. 48 Dukaten. Sehr schön. So. Du blickst das Spiel eh nicht. Ja, ich bin jetzt ein bisschen schnell durchgegangen. Das stimmt. Ich werde es jetzt ein bisschen langsamer machen. Also, es ist so. Wir sind auf der Suche nach einem magischen Schwert, um zu verhindern, dass die Orks aus dem Orkland Thorwal überrennen. Und wir klappern jetzt hier auf dieser fröhlichen Landkarte lauter Städte ab, an denen irgendwelche Verwandte von diesen Hügelig, so heißt er, diesen Helden, diesen thorwalischen Helden leben. Die wissen könnten, wo diese Klinge verborgen ist. Die haben alle so Kartenstücke. Ich habe hier eine Schatzkarte, die besteht aus mehreren Stücken und ich versuche, die zusammenzusetzen. Ich muss sie also jetzt hier auf dieser Karte finden. Und ja, das gelingt mir mehr oder weniger gut. Ich habe diesen Notizzettel, der sehr gut leserlich ist. Und habe mir da alles aufgeschrieben, was ich so rausgefunden habe bis jetzt. Ich habe noch nicht in eine Komplettlösung geguckt. Ich musste einmal eine Komplettlösung gucken, weil ich leider... zurück zum Spiel, bevor ich es beende. Weil ich leider einen Dungeon ja ein wenig verhauen habe. Aber ich probiere es möglichst ohne zu schaffen.
So, jetzt wird erstmal hier übernachtet nochmal. Vielleicht essen wir vorher nochmal was. Für 11 Silber. Ah, ey, hier gibt es aber auch nur so Grütze. Na egal. Dann eine Suite bestellen. Ja, genau, man muss sich das alles selber aufschreiben. Es gibt in diesem Buch, in diesem Handbuch, da gibt es hinten ein paar Seiten, glaube ich, ja hier, für Notizen. Um sich da was aufzuschreiben. Aber ich vermute, dass das durch den Druck kommt. Also man hat, wenn man diese, die sind ja in der Mitte geheftet und dann braucht man immer 4 Seiten pro Blatt. Und wenn man dann zu wenig Seiten hat, dann muss man hinten welche auffüllen. Deswegen haben die meisten Handbücher von damals Notizen hinten drin. So. Ja, wenn dich interessiert, wie hier alles gestartet hat übrigens, auf meinem YouTube-Kanal, da habe ich schon mal den Anfang von meiner Odyssee hier veröffentlicht. Da kannst du gerne mal ein Abo dalassen und ja, kannst dann dir da auch die Videos nachschauen, die jetzt in der Vergangenheit liegen. So, aber wollte ich schlafen? Jetzt habe ich so viel geredet. Okay, ich wollte schlafen. Jetzt regenerieren alle, Lebenspunkte sind wieder fast voll, dann kann ich ja den Weg jetzt nach Orville wagen. Denn in Orville, das haben wir gerade alle Schleiber gespielt, dann ist der Zwerg gestorben. Da sollte ich dann vorher vielleicht mal kurz speichern. Da wohnt jemand, der uns weiterhelfen kann, ein Verwandter. So, ich muss nach Norden, aus der Stadt raus. Das ist so ein bisschen nervig an dem Spiel, man muss immer so ein bisschen raten, aus welchem Ausgang man raus will. Norden gibt es überhaupt keinen. Dann war es dieser hier oder der. Einer von beiden. Nee, da geht zurück. Von da komme ich. Dann wird es wohl der andere gewesen sein, weil das da vorne ist der Hafen. So, das ist der erste Teil von 3. Der ist noch relativ rudimentär. Die Teile danach sind etwas aufwendiger. Sowohl von der Grafik, wenn man jetzt von aufwendiger Grafik sprechen möchte, als auch vom Spiel selber her. Der zweite Teil zum Beispiel, der hat eine richtige 3D-Engine. Da kann man richtig so in 3D durchsliden. So Doom-mäßig. So, Orville, da möchte ich hin. Los geht's. Ich hoffe, ich habe nicht vergessen, irgendwas Wichtiges mitzunehmen. So, die Gruppe ist erschöpft. Ich lasse hier die Hexe, die Gulda, immer nach Kräutern suchen. 4 vierblättrige Einbeeren und ein eitriger Krötenschemel. Okay. Ja, Wasser brauche ich jetzt nicht unbedingt suchen, glaube ich. Ich könnte dem Zwerg mal einen Helm aufsetzen vielleicht. Vielleicht stirbt er da nicht so oft. Ach, du hast schon ein Abo. Ach ja, ja klar. Entschuldigung. Ja, es ist schon spät und ich bin immer noch ein bisschen sauer, weil der Zwerg gestorben ist eben. Ja, so ist das. Ach, ich war nicht beim Waffen... Ich habe meine Pfeilreserve nicht aufgefüllt beim Waffenhändler. Aber in Orville gibt es auch einen Waffenhändler. Kein Problem. Läuft. So. Wachen einteilen und schlafen. Miau. Ja, hallo C64 Florian. So, 5 Lebenspunkte. 2. Also ich muss heute auf jeden Fall die Quest noch schaffen. Vorher kann ich hier nicht ins Bett. Das geht leider nicht. So. Hier muss wohl letztens ein Bergrutsch stattgefunden haben, denn der Weg vor euch ist vollständig versperrt. Wollt ihr den Schutthügel überklettern oder versuchen, die Barriere zu umgehen? Ich würde sagen, wir umgehen die Barriere. Das dauert, glaube ich, ein Momentchen länger. Das habe ich ja eben ausprobiert mal. Und nach geraumer Zeit findet ihr ein kleines Seitental, in dem es sich gut marschieren lässt. Und nach einem kurzen Umweg findet ihr auf dem Bergpfad zurück. Rüber klettern macht nur Schaden. Oh, ich habe keinen Schnaps gekauft. Oh, ich wollte doch Schnaps kaufen. Zwerge sind nie wichtig. Wir werden keine Freunde, mein Freund. So. Ja. Tagesmarsch beenden oder hier einkehren? Ach so, nee, beides. Ja, einkehren will ich da, klar. Kommt doch der Jäger nachts, oder nicht? So, ich suche mal Wasser. Findet Wasser und kann was Essbares erlegen. Sehr schön. Ja, 8 Rationen, das geht. Das kann er ruhig da tragen.
kann die Gulda nochmal hier nach Kräuter suchen gehen. Von mir aus auch 4 Stunden. Wir haben ja mitten am Tag, sehe ich gerade. Habe ich gar nicht drauf geachtet. So, ein Dompstängel, 3, 4 Tanelen. Sehr schön. Und dann stellen wir mal Wachen auf. Und dann, ach ja, er kann nicht. Und damit geschlafen. Wirklich schlafen? Keine weiteren Optionen mehr möglich. Ja. Oh, erinnert mich gleich dran, dass ich den Jäger in die erste Reihe stelle, weil der hat ja letztens diese Fährte auch gefunden. Nachdem ihr bereits 2 Stunden gerastet habt, öffnet sich die Tür der Hütte und lässt ein bepelztes Etwas ein. Das etwas wie Viron zum Gruß murmelt und sich langsam zu entkleiden beginnt. Ein Jäger und offensichtlich nicht einer der redseligsten. Wollt ihr den Jäger ansprechen? Ja, klar. Der Jäger scheint euch jetzt erst richtig zu bemerken. Tag auch. Ein bin Ettel. Habt ihr Schnaps? Ah, nein, leider nicht. Habe ich das der Spieler vergessen zu kaufen. Na, dann her damit. Das schmeckt. Wo kommt ihr her? Nicht die Gegend für Fremde. Passt auf Wölfe auf. Haben wir einen Bau in der Nähe. Wildes Zeug das. Gutes Zeug das. Ja. Hat er letztes Mal auch gemacht. Bei Schnaps weiß ich gar nicht, was passiert wäre. Schade, dass ich nicht dran gedacht habe. Zwischen Zwergenfrau und Zwergenmann gibt es kaum Unterschiede. Beide haben einen Megabart. Ja und? Ob das Spiel auf einem Pi läuft, würde es gern mal anspielen. Wenn du unter Pi die DOS-Box installierst, dann könntest du Glück haben, dass das läuft. Obwohl, wenn es bei Good Old Games, wenn du das da kaufst, dann läuft es ja auch in der, das läuft ja auch in der DOS-Box hier. Und da kann es sein, dass du das dann auch einfach für, da läuft ja glaube ich auf dem Pi läuft ja ein Linux drauf, ne? Da könnte es sein, dass du das da sogar ans Laufen kriegst. Musst du mal ausprobieren. Genau, ist ein DOS-Spiel. Das Schwein soll erstmal runterschlucken, bevor er redet, der Jäger. So. Ja, den Jäger habe ich nach vorne gesetzt. Ich wollte weiter schlafen. Wirklich schlafen? Ja. Ah, Mist. Ich habe vergessen, die Wachen einzuteilen, Data. Naja, aber es schien ja doch, der Jäger schien ja doch Wache gehalten zu haben. Es geht wieder an einen Oger heran. Naja. So, der erste Ork ist bereits gefallen. Das dauert nicht lange hier. Das ist schnell erledigt, denke ich. Da hinten zu dem Ork. Und jetzt wird der Oger hier erstmal schön von der Magierin mit dem Schwert bearbeitet. So, das wollte ich sagen. Und der Jäger kann seine Pfeile schießen. Ja, die kann eigentlich warten. So viele brauchen wir jetzt hier auch nicht. Oh, ich glaube gerade, die Attacke war, glaube ich, gelungen, oder? So, und der ist auch platt. Oh ja, sie hat ordentlich einen abgekriegt. Aber ein Blitzzauber wird ihn dazu bringen, sich einfach ein bisschen nicht zu bewegen. So, der Oger ist geblendet. Sehr gut. Ja, da muss der Zwerg jetzt halt einmal drum rumlaufen, das ist aber nicht so schlimm. Wir warten es ab. So, denn der hat eine Armbrust. Und da kann er von der Seite schießen. Der Jäger könnte noch einen Schritt näher ran. Ich bin mir nicht sicher, ob das was bringt. Hallo Flüssigmetallschleim. Arbeit beendet oder hast du Pause? Der Oger trifft Dronaya. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich muss die mal da aus dem Weg räumen. Wieso ist denn der Oger so stark? Nicht, dass sie jetzt stirbt. Dann höre ich aber auf. So, das war's. 3 Dolche, die lassen wir mal hier. So, und 7 Silberlinge und 6 Abenteuerpunkte, immerhin. So, mühselig quält ihr euch Schritt um Schritt voran. Hier oben ist es selbst im Sommer noch empfindlich kalt. Schließlich erreicht ihr die Passhöhe. Doch das Tal unter euch ist in dichten Nebel gehüllt. Vor euch führen 2 Pfade, die in die Tiefe von denen der rechte Hand gangbarer aussieht. Wollt ihr den rechten nehmen oder den linken? Wir haben ja schon gelernt, der linke ist da die bessere Wahl.
Ihr kommt glänzend voran, aber urplötzlich steht ihr an einer Felsklippe. Oh, was habe ich gerade gesagt? Ich sollte nichts mehr sagen. 30 Schritt über einem deutlich erkennbaren Weg ins Tal. Die Felswand ist so steil und so feucht, dass ihr nur die Möglichkeit habt, euch abzuseilen. Wollt ihr zur Passhöhe umkehren oder uns abseilen? Was soll ich denn machen? Was soll ich tun? Oh, du hast Wochenende, das ist ja schön. Und morgen geht's zum Impfen, das ist auch schön, oder nicht? Na, ich glaube, ich sollte mich abseilen, oder? Ja, ich mache das, komm. Hesinde sei Dank für den dritten Stabzauber. Ihr erreicht den Weg ohne üble Blessuren und könnt sogar alle Seile retten. Oh, aber ich hatte doch noch Seil dabei, oder habe ich das irgendwann verkauft? Zur Erklärung, der dritte Stabzauber verwandelt den Stab des Magiers in ein Seil, das sich dann von alleine überall drumherum schlingt und so. So, ja, wunderbar. Dann gehen wir wieder Kräuter suchen. Finden zwei Tanelen, das ist auch gut. Und dann würde ich sagen, komm direkt hier Nachtwachen einteilen und dann schlafen wir eine Runde. Die Nacht ist ereignislos, das freut mich sehr. So, wir reisen weiter. Bald sind wir drüber über den Berg. Firudin fordert euch auf, stehen zu bleiben. Am Boden ist eine schwache Fährte zu erkennen. So, da geht es jetzt zu den Wölfen. Aber die Wölfe würden wir ja auch auf dem Rückweg. Ach komm. Wir sind auf dem Hinweg. Jetzt wird die Fährte untersucht, oder? Genau. Die Fährte genauer untersuchen. Den Abdrücken nach zu urteilen, muss es sich um Wölfe handeln. Aber um mindestens ein komplettes Rudel. Die Spuren werden deutlicher und führen jetzt in ein Seitental. Das sind die Wölfe, von denen uns der Jäger gewarnt hat. Ich brauche was zu trinken. Einen Moment. Geh gleich weiter. Ich bin immer noch ein bisschen ärgerlich, dass das gerade so in einem Fiasko geendet hat. Gut, weiter geht's. Am Ende des Tals könnt ihr den Eingang einer Höhle erkennen. Dorthin führen auch die Spuren. Wollt ihr in die Höhle eindringen, umkehren und den Weg fortsetzen? Ja, jetzt gehen wir auch in die Höhle rein. Wenn wir einen Zwerg dabei haben, brauchen wir keine Angst vor Höhlen zu haben. So ist das nämlich. So, rein in die Höhle. Jetzt sind wir hier im klassischen Dungeon Crawler. So, jetzt kommt der Zwerg wieder nach vorne. Und vielleicht auch die Kriegerin. Ja, die Torwalerin. Hat die überhaupt noch eine Waffe, die intakt ist? Jawohl, eine vergiftete Orknase. Und diese Orknase hier, die gebe ich dir jetzt mal, falls sie gleich wieder ihre Waffe meint, kaputt machen zu müssen. Wie ist das mit dem Schwert? Ist es noch vergiftet? Nein, ist es nicht. Dann sollten wir das doch mal eben tun. Gegenstand benutzen. Das Schwert ist nun vergiftet. So, jetzt ist hier nämlich eine leere Flasche. Die Pfandflasche, die ich eben vermisst habe. Ich habe noch 24 Bolzen, das ist nicht viel. Und 17 Pfeile, das ist auch nicht viel. Aber das muss jetzt halt nur mal reichen. Unsere Giftreserven werden sicherlich reichen, um die Wölfe auszurotten. Darf man das überhaupt? Ja, ist ja Aventurien. Da sind Wölfe ja noch richtig böse. So. Los geht's. Oh, da geht's direkt los. Zwei Wölfe. Ja, da braucht sie erstmal gar nichts machen. Da können wir erstmal abwarten hier. Wir bilden eine Schildfront hier vorne für die zwei Wölfe. Und werden hoffen, dass unsere vergifteten Waffen reichen, um sie niederzustrecken. Ich spare Munition. Ich vermute nämlich, da werden noch mehr Wölfe kommen. Wo die sind, sind noch mehr. Vielleicht sollte ich gleich auf Nahkampfwaffen wechseln. Ich gehe mal hier so ein bisschen aus dem Weg. So. Ja, nicht die Maus bewegen. So, Angriff. Ja, das war's schon. 11 Lebenspunkte. Also Wölfe sind eigentlich für eine Stufe 3 Gruppe nicht mehr so das Problem. Das Problem ist, dass wir eine Stufe 2 Gruppe sind, weil wir ja noch nicht aufgestiegen sind weiter. Weil ich ja eben nicht gespeichert hatte.
Was mich sehr ärgert. Und ich habe hier auch nicht gespeichert. Ich muss hier auch noch speichern jetzt. Ja, da muss jetzt hier die Schildmaid selber durch. So, zack, 12 Abenteuerpunkte. Sehr schön. Speichern. Nicht vergessen. Das ist der 5. Rastula Heller. Aha, okay. Immer noch Herbst. So, speichern. Dungeon. Denn ich habe einen neuen Dungeon betreten. Nicht, dass mir wieder so ein Fiasko passiert. Okay. Sieht nicht gefährlich aus hier. Oh, jetzt aber. Nein, ich muss erstmal warten. Wenn die nur 11 Lebenspunkte haben, ah gut, dann sind die ja auch relativ... Dann könnte der Jäger ja vielleicht doch so ein bisschen. Aber ich habe Angst, dass dann dahinter noch irgendwie so der Oberwolf kommt. Und dann habe ich Probleme. Na, ich stelle mich mal hier in die Reihe und muss mal abwarten. Ich hatte nicht genug Bewegungspunkte übrig. Die Magierin? Nee, die muss nicht raufhauen. Komm, zurück. Die Magier werden eingesetzt, wenn es soweit ist. So, ich könnte aber so einen Blitz zaubern. Ah, ist alles Verschwendung. Es sind ja nur 3 Wölfe. Das sollte ja eigentlich relativ schnell gehen. Berühmte letzte Worte, oder wie war das? So. Abwarten. Sichern. Grimwolf trifft einen Grimwolf. Okay. Der Grimwolf hat es nicht geschafft. Und der auch nicht. So. Bewegen, 2 und dann kann er noch angreifen. Sehr gut. Schießt natürlich daneben. Er stirbt da, dann schießt er daneben. Wir umzingeln den Wolf und warten ab, was passiert. So. Okay. Jetzt gab es nur 6 Punkte, das heißt, jetzt gibt's, ab jetzt gibt es keine Punkte mehr für die Wölfe. Keine besonders vielen Punkte. Ich wollte gerade sagen, man muss hier alles ablaufen, weil auf den Feldern kann überall was sein. In der Ecke liegen mehrere recht frische Leichen. Offensichtlich die Speisekammer der Wölfe. Wollt ihr die Leiche untersuchen? Stand da nicht Leichen? Ja, mehrere recht frische Leichen. Die Leiche untersuchen, Borons Segen für die Toten erbitten, euch abwenden und gehen. Richtig wäre Borons Segen erbitten, aber eigentlich habe ich ja einen goldgierigen Zwerg in der Gruppe und eine goldgierige Magierin auch. Ich würde sagen, ich untersuche die Leichen. Hier werden die Leichen geflattert, da kann ich ja nichts dafür. Das ist ja, eigentlich ist es ja Futter. So. Begraben unter den Leibern könnt ihr mit Mühe Folgendes erkennen. Schwert, Schwert, Orknase, Dolch, Dolch, schwerer Dolch, Kettenhemd, Seil, Schaufel, Laterne und ein was? Ein Schuldbuch. Oh, das nehmen wir mit. Das gucke ich mir an. Und eine Schaufel, die habe ich auch noch nicht. Die nehme ich auch mal mit. Und ein Seil. Ah, Seil haben wir ja. Okay. Der Rest bleibt da. Das wird mir jetzt negatives Karma in irgendeiner Weise. Das fällt mir irgendwann auf die Füße bestimmt, dass ich das gemacht habe. So. Empfehlung schreiben. Schuldbuch. Dies ist ein Schuldbuch. Wie konnte man das denn nochmal lesen? Ich glaube, da musste man das benutzen. Gegenstand benutzen. Es scheint sich um ein Schuldbuch zu handeln, in dem der verstorbene Abenteurer säumige Zahler vermerkt hat. Eine Stelle erweckt euer besonderes Interesse. Habe letztens Jore A. aus Otterjee getroffen und ihm eine Frist bis zum 30. Rondra eingeräumt. Wenn er dann nicht zahlt, ist er reif. Und seine blöde Schatzkarte kann er auch behalten. Aha. Jore A. aus Otterjee. Aber ich glaube, den habe ich schon. Ich schaue mal in meinen tollen Notizen nach. Otterjee. Da, Jore. Das ist 40 Jahre her, habe ich dahinter geschrieben. Nee, da war ich noch nicht. Dann mache ich mir da mal ein Ausrufezeichen davor. So. Jore Arendson. Okay, gut. Ein weiterer Hinweis auf ein Stück Schatzkarte. Das ist ja schön. Also, zurück. Ich will ja hier schließlich noch diese Höhle komplett durchforsten. Die wird ja wahrscheinlich...
Ich sollte nichts mehr sagen, aber die wird ja wahrscheinlich nicht wieder aus mehreren Ebenen bestehen, weil das machte ja bei einer Wolfshöhle wenig Sinn. Wollte ich gesagt haben. Oh, hier. Ah, an der Wand lehnt ein in Lumpen gekleidetes Skelett. Die Größe lässt auf einen Goblin schließen. Nee, da wollen wir Kabor und Segen. Hier, die Leiche untersuchen. Das Skelett trägt noch folgende Gegenstände bei sich. Ein Säbel, ein Dolch und eine Schnapsflasche. Die nehmen wir mit. Oh, eine Schnapsflasche. Jetzt haben wir eine für den Rückweg, falls wir nochmal auf den Jäger treffen. So. Okay, da geht's noch weiter. Ich habe noch nicht alles untersucht. Ich muss alles untersuchen. Ah! In der rechten Höhlenwand könnt ihr einen schmalen Spalt entdecken. Wollt ihr den Spalt Spalt sein lassen? In den Spalt greifen. Das ist ja gemein. Ich greife in den Spalt, oder? Hinterher ist da was Wertvolles drin. Ich kann doch den Spalt nicht einfach da stehen lassen. Andererseits könnte dahinter natürlich auch irgendwas sein, das mich beißt oder etwas Schlimmeres. Ich glaube, ich greife mal rein in den Spalt. Hoffentlich ist da nicht der Oberwolf hinter und beißt mir dann den Arm ab. Aber das ist halt Heldenrisiko. Da müssen wir jetzt alle durch. Also, in den Spalt greifen. Alkorch wurde von einer Ratte gebissen, findet dafür aber ein Amulett. Das, finde ich, ist ein guter Tausch. Es sei denn, er hat jetzt Tollwut oder sowas. Aber ich glaube, er ist nicht krank. Sieht mal nicht so aus. So, er hat ein Amulett gefunden. Hat er das denn auch im Inventar? Nee, das wurde hier direkt weitergereicht. Dies ist ein Amulett. Dann wollen wir doch mal eine magische Untersuchung darauf machen. Ah, ein bisschen Astralenergie habe ich noch. Also, ein Zauber sprechen. Hier sind die ja. Hellsicht. Analyse. Und beim nächsten Stufenaufstieg, der bald ansteht, werde ich nicht vergessen, den Analyse zu steigern. Das Amulett. Yesenia versinkt in Meditation. Auf diesem Amulett liegt ein Zauber, der den Träger unempfindlich gegen Hunger und Durst macht. Welche Art dieser Zauber ist, kann ich jedoch nicht bestimmen. Oh, das ist ja super. Nie wieder was essen. Nee, es ist gar nicht so super. Aber für meine Helden ist es natürlich super. Dann würde ich sagen, das kannst du ruhig mal hier in die Hand nehmen. Dann braucht wenigstens sie nicht immer hier essen. Das ist ja schon mal gut. Dem Alkorosch würde ich so etwas nicht antun. Der arme Zwerg, wenn der nichts mehr essen darf. So, hier unten ist der Ausgang. Und da ist noch... Okay, da geht's nicht weiter. Gut. Dann gehen wir mal hier lang so. Alles abgrasen. Überall können Leichen und Skelette liegen. Hier liegt ein großer Haufen Kot und Abfälle. Wollt ihr den stinkenden Haufen untersuchen? Natürlich! Ich habe hier schon so viele tolle Sachen gefunden. Da wird in diesem Kothaufen sicherlich auch etwas drin liegen. Wirklich? Aber natürlich! Bäh! Sehr gut, habe ich jetzt wenigstens was gefunden. Oh nein! Charisma 5. Okay, der Alkorosch hat Charisma 5. Wie lange hat er das denn jetzt wohl? Bis er sich wäscht. Das kann aber ein bisschen dauern. Naja, ist ja egal. Wer braucht schon Charisma? Dieser Abschnitt... In diesem Abschnitt scheint die Decke der Höhle eingestürzt zu sein. Gulda rempelt einen Felsvorsprung an. Der große Steinbrocken, Staub und Splitter regnen auf euch herab. Oh, das war nicht so gut. Na, ich glaube, ich muss mal hier eine Runde Heilkräuter verteilen. Ich habe ja ein paar. So, es gibt erstmal ordentlich Lebenspunkte wieder. Oh, ich habe ja auch viel große Heilkräuter. Vielleicht für die Kriegerin. Die hat doch bestimmt mehr verloren. 35? Nee, das geht. Doch nicht. Hier. Komm. Gönn dir das Blatt. Und dann füttern wir alle hoch. Das ist ein bisschen lästig, aber diese Heilkräuter hier... Die muss man so einzeln verfüttern. Hier unten ist die Lebensenergie. 29 von 32, das ist eigentlich okay. Da würde ich jetzt hier zum nächsten gehen und dem die restlichen 18 geben. Und dann 5 Lebenspunkte, 40 von 41, das reicht mir auch. Ja, hier könnte man nochmal nachhaken. Und dann geht es weiter durch den Wolfsbau. Der ist ja auch mit actiongeladenen Sequenzen gespickt, muss ich ja sagen. So, Ja stimmt, der Alkorosch hat gar kein Seil mehr dabei, das habe ich verkauft.
Na, was soll's. So, ich, den Schlüssel, der kann man darüber. Charisma 5. Aber schön. Schönes Ding mit dem Haufen. Ich hätte ja gedacht, dass er das jetzt mit der Schaufel macht oder so. Aber gut, da kann man sich natürlich auch bei dreckig machen. Ich möchte das niemandem absprechen, dass man sich damit dreckig machen kann. So, das war's. Einmal Heilrunde. So, zurück, weiter geht's. Ja, das Spiel ist wirklich gut. Also muss ich sagen, vor allen Dingen, weil die halt diese Pen-and-Paper-Regeln komplett umgesetzt haben. Dann kam ja irgendwann dieses DSA 4 raus, also das nächste Regelwerk, das war dann komplett anders, da wurde nicht mehr so viel ausgewürfelt, das war nicht mehr so zufallbasiert, was die Charakterprogression und so angeht. Also man verteilt da Punkte und so und kauft sich dann neue Eigenschaften. Und dann kam auch ein Computerspiel dazu raus, das habe ich mir auch sofort geholt bei Release, das habe ich auch da hinten stehen, das werde ich auch noch spielen. Das ist allerdings schon so ein 3D-Spiel, wo man so durch so eine 3D-Welt läuft. Von der Grafik her immer noch sehr schön, muss ich sagen. Aber damals habe ich es nicht weitergespielt, weil die nicht die kompletten Regeln umgesetzt haben. Und ja, das fand ich dann sehr schade. Na gut, so, oh, es wird Abend hier oben. Wollen wir gucken, dass wir hier mal vorankommen. Okay, ich vermute nicht, dass hier noch irgendwelche Geheimgänge oder sowas sind. Irgendwo muss doch noch der Oberwolf sein. Jetzt habe ich schon wieder gesagt. In der Nische findet ihr eine alte, aber noch funktionsfähige Laterne. Wollt ihr das Teil nehmen? Ah, nee. Das würde mir nur Platz im Inventar klauen. Alte Laterne da. Obwohl, vielleicht ist sie magisch. Vielleicht nehme ich sie auf dem Rückweg mit. Okay. Ich muss nochmal zurück. Das da unten scheint nur so eine kleine Kammer zu sein hier. Oder eine Sackgasse oder Schlimmeres. Aber hier ist auch nichts. Ach, warum haben die Wölfe denn in ihrem Wolfsbau hier so ein Labyrinth gebaut? Hätten die nicht einfach nur in einer großen Höhle kampieren können? Ha, diese Wölfe. Schlimm. Ein Spalt in der Wand führt nach unten. Weiter. Viel weiter, als euer Licht reicht. Das sieht lebensgefährlich aus. Hier weiter zu erkunden. Wollt ihr trotzdem in der Nische weitersuchen? Erstmal nicht. Nein, nein, gleich. Vorher speichere ich nämlich. Am Ende des Ganges liegt die zusammengekrümmte Gestalt eines Elfen, der offensichtlich verhungert oder verdurstet ist. Im Gang vor ihm liegen mehrere zerbrochene Pfeile. Siehste, der war sich nämlich zu fein dafür, in diesen Spalt zu greifen. Hätte er das mal gemacht, wäre er nicht verdurstet und auch nicht verhungert. Naja, gut. Mehrere zerbrochene Pfeile. Dann wollen wir doch mal die Leiche untersuchen. Dolch, Langbogen, Lederzeug, Seil, Decke, Wasserschlauch, Zunderkästchen, aber ich habe mittlerweile eins, eine Flöte und einen starken Heiltrank. Den starken Heiltrank nehmen wir auf jeden Fall mit. Den Langbogen nehme ich auch mal mit. Ich will mal gucken, vielleicht ist der magisch oder sowas. Und vielleicht ist diese Flöte auch magisch, wer weiß. Das restliche Zeug lasse ich mal da. So. Okay, das wird ja doch noch ordentlich spannend hier. Wir mal gucken. Einmal die Flöte und den Bogen. So. Wir nehmen natürlich, weil wir nicht mehr so viele Astralpunkte haben, erstmal den Hellsichtzauber Odem Arcanum. Den kann sie auch besser. Den hat sie auf 6 und außerdem verbraucht er weniger Astralenergie. Und der sagt allerdings nur, ob etwas magisch ist oder nicht. Und nicht, was das dann kann. Also die Flöte, die ist schon mal nicht magisch. Zauber sprechen. Hat nicht geklappt. Wie viel hat sie denn noch? 28. Ah, ich habe ja noch jede Menge Tränke dabei. Kein Problem. Hellsicht. So. Den Bogen hatte ich jetzt noch nicht, ne? So, den langen Bogen. Nee, der ist auch nicht magisch. Ja, in dem Fall. Okay, den Bogen kann zerbrechen, aber... Nee, hier lasse ich den nicht. Den gebe ich jetzt hier irgendwie hier hinten. Das ist schon gut so. Kann man den... Das kann man weder essen noch trinken. Ja, ich wollte auch spielen eigentlich. Aber gut, so, lassen wir das. Ich würde sagen, ich speichere hier vorne jetzt mal ab. Und dann
Wollen wir doch mal gucken, was da unten in diesem Spalt sich verbirgt. So, speichern. Dies zwischenspeichern. Jetzt ist auch der alte Spielstand hops. Und jetzt geht's mal in den Spalt, würde ich sagen. Ich bräuchte ein Seil. Da hinten lagen Seile rum, ne? Wenn jetzt jeder ein Seil hat, ob das besser ist? Wenn da so gewürfelt wird, kann man trotzdem immer das Spiel bis zum Ende spielen. Ja, kann man. Ja, ja. Hier ist es halt nur so, dass wirklich alles ausgewürfelt wird. Wenn du Würfelglück hast, beim Stufenanstieg zum Beispiel, dann kannst du, ich sag mal, insgesamt 20 Punkte in deine Eigenschaften stecken. Wenn du Würfelpech hast, dann steckst du keinen einzigen Punkt in die Eigenschaften. Aha, Ronaya wird von einer Ratte gebissen. Jetzt darf man hier noch nicht mal irgendwie stehen bleiben oder was? Wenn hier so viele Ratten sind. Oha. Und der Algorosch löst sich plötzlich an Felsblock und stürzt polternd in die schwarze Tiefe. Gerade noch rechtzeitig könnte ihn zurückreißen. War hier nicht dieses Loch? Ach, jetzt kann ich hier gar nicht mehr runter, oder was? Das ist ja schade. Vielleicht, wenn ich irgendwen anderen nach vorne tue. Jemand, der vielleicht nicht so wichtig ist. Frenja. Unter Frenja löst sich der Felsblock. Schade. Ich dachte, ich könnte jetzt hier noch runter. Naja, vielleicht ist da unten ja auch gar nichts Spannendes. Also das Spiel lohnt sich auf jeden Fall zwei- oder dreimal durchzuspielen, habe ich das Gefühl. Man findet an jeder Ecke irgendwas. Ja, im Prinzip schon. Ne? Also wenn sich die Umgebung anpasst an die Schwierigkeit. Also die, es ist so ein Stufensystem. Die kriegen hier Punkte und dann steigen die Stufen auf. Und bei jeder Stufe bekommt der Held halt hier eine Eigenschaft erhöht. Das passiert aber immer, das ist kein Würfelglück. Und dann hier eventuell was gesenkt, das ist wieder Würfelglück. Und dann werden diese ganzen Talente, die hier hinten sind, ne, diese Kampftalente und so, die kann man dann steigern. Und dann, das ist wieder alles Würfelglück. Also wenn man da halt Würfelpech hat, dann passiert hier nicht viel. Und dann bleibt man, trotz dass man eine Stufe aufgestiegen ist, noch so schwach wie auf der Stufe davor. Das ist dann so ein bisschen schade. Aber, naja. Das ist halt so. Das war damals so. Ich glaube, damals war das bei allen Rollenspielsystemen so. Also bei fast allen vielleicht. Ich nehme diese Laterne mal mit. Ich will die auch magisch untersuchen, die Laterne. Die könnte aber erstmal, könnte die hier die Astralenergie auffüllen. Was haben wir denn hier? Ein Zaubertrank. Zack. So. Zaubersprechen. Hellsicht. Was haben wir denn da? Odem Arcanum. Oh, misslungen. Nein. Du sollst ein Zaubersprechen. Oh Mann, ist das nervig. So. Hellsicht. Odem Arcanum. Schon wieder misslungen. Was macht die denn? Ich kann doch nicht hier ständig die Zauber vergeigen. Das kostet doch jedes Mal Astralenergie. Astralenergie ist ja super wertvoll. Na gut, einmal probiere ich es noch. Aha, so, jetzt hat es geklappt. Jetzt darf ich mich nur nicht verklicken. Die Laterne. Die Laterne ist nicht magisch. Dann brauche ich die nicht. Ich habe nämlich gar kein Laternenöl dabei. Dann kann ich die auch nicht anmachen. Gegenstand wegwerfen. Ja. So. Hatte ich eine Fackel noch dabei? Das Problem ist, die Magierin, die hat diesen Stab und dieser Stab verwandelt sich bei Bedarf in eine Fackel. Das ist so ein Stabzauber. Deswegen kann ich hier was sehen. Wenn ich jetzt die Gruppe aber teilen müsste, aus welchen Gründen auch immer, dann ging es da... ja, dann könnte ich halt nichts mehr sehen, wenn ich keine Fackel habe für die zweite Gruppe. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir, genau. So. Okay, da oben geht's doch weiter. Hier, in diesen Hauptbau mit den zwei Wölfen und dann geht's hier noch lang. Oh, hier sieht's aber nochmal so aus. Oh. In diesem Abschnitt scheint die Decke der Höhle eingestürzt zu sein. Unter einem Haufen herabgestürzter Steine ragt eine Skeletthand hervor. Ein Ork oder ein Goblin möglicherweise.
Ich habe doch diese Schaufel gefunden. Kann ich da mit der Schaufel nichts machen? Ah, ich glaube, das geht nicht. Also die Wölfe haben hier auf jeden Fall alles gefressen. Orks, Goblins, Menschen. Auf dem Boden erkennt ihr eine blutige Schleifspur, die in die westliche Höhle führt. Okay. Hier also hin. Oh, hier. Jetzt geht's los. Ach, herrje. Hier sind alle Wölfe versammelt, würde ich sagen. Na gut. Wäre kein richtiger Zwerg, wenn ich das hier nicht mal eben anpacken würde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann bleiben noch 3 übrig. Eins im Sinn. Also kann ich noch draufhauen. Aber auch nicht getroffen. Na toll. Ah, jetzt alle auf den Zwerg. Das war ja klar. Hm. Na gut. Schade, dass man die Karte nicht drehen kann. Das ist wirklich manchmal ein bisschen, ich sag mal, unvorteilhaft. Wenn man nichts sieht. Wieso treffen die alle nicht? Was stimmt denn nicht mit denen? Muss ich hier erstmal wieder mit dem Jäger einen Pfeilhagel auf die armen Tiere niederprasseln lassen? So, jetzt machen wir mal hier einen schönen Kampfzauber. Was nehmen wir denn? Wir nehmen den Fulminictus auf den Wolf. Ja, 11 Schadenspunkte, das sollte ihn töten, genau. Ja gut, 11 Punkte ist ja jetzt auch nicht besonders viel. So, einmal den Blitzzauber. Dann bewegt er sich erstmal nicht mehr. Oh, ach nee, der flüchtet, gut. Ein flüchtender Wolf ist ein guter Wolf. Habe ich hier noch irgendwas? Nee. Irgendwas, was ich anzaubern kann. Dann gehe ich mal 3 Schritte nach. Ah, jetzt habe ich nicht mehr genug Bewegungspunkte, um zu zaubern. Ja, dann muss ich halt warten. Oh, 5 Schadenspunkte an die Hexe. Das ist aber nicht so gut. Aber das hier ist mehr so ein Stufe 1 Dungeon, würde ich sagen. Jetzt so rein vom Aufwand her. Ah, wie räume ich die jetzt hier alle aus dem Weg? Moment, jetzt laufe ich erstmal hier rüber und dann da hoch. Oh, da kann ich sogar noch angreifen. Sehr gut. 8 Schadenspunkte, der läuft jetzt gleich wahrscheinlich weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die Hexe muss da weg, damit die nicht nochmal gebissen wird. Die hat nicht viel Lebensenergie. Ja komm, wir machen den Wolf platt. So, Hexe weg. Jetzt ist da noch der Geblendete. Na gut, komm. So. Oder war das der Geblendete? Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Es ist jetzt nur noch ein Wolf. Der hat 11 Lebenspunkte oder irgendwas in der Ecke. Das wird ja wohl hinhauen. Da muss ich jetzt wohl nicht hier mit allen noch ran. So, das war's. 24 Punkte. Eine blutige Schleifspur und hier ist sonst nichts. In der Mitte vielleicht. Nee. Oh, schade. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier noch irgendwas Spannendes ist. Ach, da oben geht's noch weiter. Ach, da ist aber alles verwinkelt hier. Was haben wir denn hier für einen Gesellen? Ein frostiger Gesell, ein Grimmwolf. So, dann zaubern wir doch direkt nochmal hier einen schönen Kampfzauber. Ja, den Fulminictus, komm. Grimmwolf? Wie Zauber misslungen? Na. Dann probieren wir es mit einem Blitz auf diesen Grimmwolf. Gut, der ist schon mal geblendet. Der macht erstmal nichts mehr. So, 7 Punkte. 1, 2, 3. Dann bleibt noch genug zum Schießen. Der dürfte jetzt gleich weglaufen, hoffentlich. Ah, schade. Reicht nicht mehr für den Angriff. Der läuft nicht weg. Okay. Zu früh gefreut. Oh, die haben aber mehr Energie als die anderen. Und ich habe gerade die Hexe nicht irgendwie geheilt oder so. Okay. Der ist tot. Der kriegt 8 Schadenspunkte. Und nochmal 5. Und ist immer noch nicht tot.
Okay, ich muss der Magierin oben zu Hilfe eilen. Das hat jetzt erstmal Vorrang. Die hat nämlich nur 25 Lebenspunkte. Das ist nicht wirklich viel. So, zwei Schritte zurück. Und dann probieren wir nochmal hier den Fulminictus. Das muss doch klappen. Jawohl, 11 Schadenspunkte. Sehr schön. So. Hier laufe ich mal weg. Ja, genau so. Jetzt löst sich das Ganze doch auf. Ach, kann ich nicht mehr. Ich wollte jetzt nochmal schießen, aber das kann ich wohl erstmal vergessen. So. Was war das schon wieder? Da hat sie schon ein Paradepatzer gerade gemacht. Das ist, wenn man eine 20 würfelt auf dem 20-seitigen Würfel. Das ist immer sehr schlecht. Bei DSA muss man immer niedrig würfeln. Bei AD und D ist es umgekehrt. Da muss man immer sehr hoch würfeln. Und das liegt, also ich habe meine spezielle Theorie, woran das liegt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass AD&D in den 70ern irgendwann gemacht wurde. Und damals war es so, dass Würfelspiele so ganz natürlich, wenn man hoch würfelt, war das immer besser. Egal bei welchem Würfelspiel. Also hat man die Regeln für D&D so gebaut, dass man hoch würfeln muss. Was zu so ein paar komischen Sachen kommt, die heute ein bisschen unintuitiv sind. Der Rüstungsschutz zum Beispiel. Da würde man ja heute sagen, je höher der Rüstungsschutz, desto besser. Bei D&D gibt es eine Rüstungsklasse und da ist es so, je niedriger die ist, desto besser. Damit sich das Ganze mit den Würfelwürfen und den Regeln hinterher wieder verträgt. Damit die Rüstung die Wahrscheinlichkeit senkt, dass man jemanden trifft. Und das ist bei DSA anders. Bei DSA muss man immer niedrig würfeln, weil je höher die Werte sind, die ein Charakter hat, desto besser ist das für einen. Und da muss man halt immer drunter würfeln, damit ein hoher Wert die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man irgendwas schafft. Das ist zumindest meine persönliche Theorie. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe mir da mal irgendwann Gedanken zugemacht. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, warum. So, weiter im Kampf. Ich schwätze schon wieder die ganze Zeit. Ist er gerade irgendwie durch den Wolf durchgelaufen? Ich glaube ja. So. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat sich das hier ja schon erledigt, aber das war nicht so. Komm, zwei Wölfe, die werdet ihr ja wohl jetzt noch irgendwie platt kriegen hier. Ja, gute Theorie, ne? Fand ich auch. Ich habe gar nicht so viel Mehl trinken müssen, bis ich die hatte. Hm. Also das sollte jetzt nicht heißen, dass hier Mehl drin ist. Es ist Tee hier drin. Einer meiner Lieblingsteesorten. Fenchel, Anis, Kümmel. Ist nicht für jeden Mann was. Für jedermann was. So, abwarten. Na, ich würde mal sagen, ich verschwende da jetzt keinen Bolzen mehr. Sondern der Wolf wird ganz klassisch niedergeknüppelt. Irgendwann. Ja, vielleicht doch. So. Ja, hat ja geholfen. Zweimal daneben geschossen. Ah, jetzt rede ich gerade hier von Trefferwahrscheinlichkeiten und ähnlichem und dann zieht er da zweimal den Bolzen vorbei und steht direkt vor dem Wolf, ey. So, komm, Wolf, hau ab. Du hast ja jetzt genug Schaden, oder? Na gut, das war's. 12 Abenteuerpunkte. So, mal gucken, was wir hier jetzt noch finden. Die blutige Schleifspur lässt mich erahnen, dass hier vielleicht noch irgendwas ist. Vielleicht sogar ein Kartenstück. Wer weiß, vielleicht hatte der Schuldeneintreiber ja das Kartenstück schon von diesem Jore Arenson erbeutet. Und das liegt jetzt hier irgendwo. Wir gehen mal hier rum. Oh. Oh, das ist jetzt auch ein bisschen enttäuschend, ehrlich. Aber schade. Hier ist wieder so eine Ecke, ne? Hier. Also wenn das jetzt hier nicht eine Wolfshöhle wäre, dann würde ich ja sagen, da ist doch mit Sicherheit noch irgendwas da unten. Ich werde das mal eben genauer untersuchen. Da sind auch hier vorne noch so schwarze Felder. Da bin ich auch noch nicht hergegangen. Ich gucke jetzt erstmal hier. Da ist schon mal nichts. Ah, was war das? Ach, die blutige Schleifspur auf dem Boden.
Aber hier ist doch nichts. Was haben die denn da hier hingeschliffen? Ich hätte jetzt erwartet, dass hier irgendwo eine Leiche oder sowas liegt. Aber hier liegt nichts. Vielleicht denke ich ja auch nur einfach zu kompliziert. Aber das Spiel ist nun mal von den Machern von DSA gemacht worden. Also da haben auch richtig die Autoren von denen mitgewirkt. Und die haben nämlich so tolle Bücher rausgebracht. Wie zum Beispiel die Orkland-Trilogie. Das sind Abenteuer fürs Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und das ist eine Trilogie, die erste, die oben im Orkland gespielt hat. Und ja, da gibt es hier im Spinnenwald, der Purpurturm und der Orkenhort. Das sind noch so richtig schön klassische Abenteuer. Ganz gut geschrieben, also nicht so plump wie die ganz alten Abenteuer, aber die sind schon ganz cool eigentlich. Und die habe ich auch damals mit meinen Kumpels durchgespielt. Da habe ich Spielleiter gemacht. Ja, so viel dazu. Oh, hier liegt ein silberner Helm. Oh. Habe ich nicht eben noch gesagt, ich wollte Alkorosch hier sowieso einen Helm aufsetzen? Oh komm, der ist doch bestimmt magisch, oder? Ein silberner Helm. Hallo? Wenn das nicht magisch ist? Die Wölfe parieren jede Attacke mit dem Schwert mit ihren Klauen und Zähnen. Ja, das ist fast richtig. Im Regelwerk steht, obwohl ich weiß gar nicht, im damaligen Regelwerk von DSA 3, glaube ich, steht es gar nicht drin, aber im Vierer, da war es so, dass der Paradewert von Tieren immer ausweichen ist. Also entweder ausweichen oder dass sie mit irgendwas parieren, mit dem das, ne, keinen Schaden macht, so ungefähr. Bei Menschen ist es da so, wenn man mit Raufen eine Waffe pariert, kriegt man immer den Waffenschaden. Ha, was ich noch alles weiß. Oh, die hat noch 9 Astralpunkte. Das wird hier nichts mit dem Zauber. Dann müssen wir erstmal hier einen Zaubertrank nehmen. Oder vielleicht sogar einen starken Zaubertrank. Kann man noch einen starken? Nö. Oh, ich muss Zaubertränke kaufen. Habe ich ein Problem. Hier, komm, du zauberst doch eh nie. Ach, sie hat den starken Zaubertrank. Das war ja klar. Die Hexe wieder, ne? Mann. Reißt sich alles unter den Nagel. So, Zaubersprechen. Soll ich vorher speichern? Ah, nee, das wäre ja assi. Das finde ich doof. Ich mache jetzt hier den... Erst den Odem Arcanum, würde ich sagen. So. Auf den Silberhelm. Der Helm ist nicht magisch. Oh, wenn er nicht magisch ist, dann kann Alkorosch den ohne Probleme aufsetzen. Aber er hat das zumutbare Limit an Traglast schon erreicht. Komm hier, Mutelixier braucht kein Mensch, sowas. Das Gift braucht er auch nicht. Das kann ich hier mal der Kriegerin geben. Vielleicht reicht es schon, um den Helm zu tragen. Wer weiß. Nee. Aber wie viel kann er denn tragen? Lass 1200 so viel. Was wiegt denn die Schaufel? Aber wenn ich die Schaufel jemand anderem gebe, dann wird die Schaufel ja wahrscheinlich gar nicht mehr benutzt jetzt. So, jetzt geht's. So, jetzt setze ich den Helm auf. Rüstungsschutz 8. Hier, Rüstungsschutz 5, wow. 3 Rüstungsschutz bringt das? Ja, nee, dann kann der Alkorosch den Helm schon mal nicht tragen. Das muss hier die Kriegerin oder so. Oder hier die Frenja am besten. Das wäre noch besser, weil die Kriegerin hat Rüstungsschutz 7 mit ihrer Rüstung. Und die Frenja könnte den Helm noch gut gebrauchen. Da hat die eigentlich Rüstungsschutz 8. Die wird nämlich öfter getroffen. Die hat nämlich keine so guten Paradewerte. Die hat im Moment Parade 4. Also auf dem 20-seitigen Würfel, da sind also 20% Wahrscheinlichkeit, dass sie pariert. Ja, bei Runaya sind es aber 8, also das Doppelte. Na gut, so, weiter geht's. Ich habe doch einen Helm gefunden. Und jetzt will ich noch gucken, da muss doch hier hinten irgendwo... Die lassen doch nicht einfach sowas frei, oder machen die sowas doch? Weiß es nicht. Ja, wir können hier nichts mehr entdecken. Eben lag da noch was für uns... Ich habe doch nicht alles mitgenommen, oder? Ja, ich nehme an, hier ist nichts mehr. Also, auch wenn hier so eine Ecke frei ist, das Ganze ist ja so krumm und schief gebaut, könnte mir vorstellen, dass tatsächlich, dass sie da eine Ecke freigelassen haben. Ich würde mich ärgern, wenn nicht. Hier ist so ein Fall, da würde ich jetzt zum Beispiel mal eventuell, wenn ich dran denke und Zeit habe, in die Komplettlösung schauen, um zumindest zu gucken, ob da noch was ist. Und ob man hinten in diesem Spalt noch hätte irgendwo hinkommen können.
Weil man hier ständig von Ratten gebissen wird, ist das ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass da vielleicht noch irgendwo ein Rattenkönig oder sowas wohnt. Aber egal. Ich würde sagen, wir verlassen diesen unwirtlichen Ort mit unserer Beute und erschöpft und müde verlassen wir den Wolfsbau und setzen gemächlich unseren Weg nach Orville fort, wo wir nach einiger Zeit auch unbeschadet ankommen. Aber das ist immer das Schöne, dass man dann direkt da ist, wenn man aus so einem Dungeon rauskommt und dann nicht erst weiterlaufen muss, obwohl es schon mal ein bisschen unrealistisch ist, wenn man dann plötzlich so einen kilometerlangen Weg noch wahrnimmt.